Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Als grosses Handelsunternehmen, das pro Jahr mehr als 400 Millionen Kunden bedient, setzen wir uns natürlich intensiv mit dem Problem der Verpackungen auseinander. Die Optimierung der Packungen in Bezug auf Schutz, Transport, Haltbarkeit, Lagerung und, was besonders wichtig ist, auch Ökologie, ist für uns ein grosses Anliegen. Darum suchen unsere Spezialisten permanent nach Materialien, die die Umwelt wenig oder sogar gar nicht belastet. Wenn es zum Beispiel darum geht, ein neues Produkt einzuführen oder eine Verpackung zu entwickeln, werden aufwendige Ökobilanzen erstellt. Was heisst das? Die Ökobilanz ist ein Verfahren, das von der ETH und vom BUWAL, einem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, entwickelt worden ist. Das Verfahren zeigt, wie stark eine einzelne Verpackung die Umwelt bezüglich Abfall, Wasser, Luft und Energie gesamthaft belastet. Wenn für ein Produkt mehrere Verpackungen oder Verpackungsmöglichkeiten in Frage kommen, kann man mit der Ökobilanz also herausfinden, welche am wenigsten belastend ist. Auch bei der Ökologie gilt also Taten statt Worte und darum hat Coop in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Öko-Entscheiden getroffen und verwirklicht. Verschiedene Produkte, die mit Hilfe der Ökobilanz entwickelt worden sind, haben sie bestimmt in unseren Läden schon angetroffen. Aha, die neue Sportmix-Fahne ist jetzt in einer neuen Packung. Weniger Material, nur noch dünne Folie, sehr gut. Unschädlich vernichtbar. Aber Papi, das nicht so. Arni Sportmix. Schoki gut, Verpackung gut. Ja, und wie gut die neue Verpackung für Arni Sportmix ist, zeigt eben die Ökobilanz. Die Belastung für die Umwelt im Vergleich mit einer herkömmlichen Schoki-Verpackung ist rund 5,5 Mal geringer. Ein weiterer Vergleich. Das Coop Birchermüsli, das ich Ihnen vor kurzem schon mal vorgestellt habe, ist in einem neuen Beutel erhältlich. Auch in dem Fall zeigt die Ökobilanz deutlich, dass die Belastung von Luft und Wasser und die Menge von Energie und Abfall im Vergleich zu den früheren Schachteln rund 4-mal kleiner ist. Sie sehen, wir bei Coop haben nicht nur den guten Willen, um den Abfallberg zu verringern, wir verfügen auch über die entsprechenden Instrumente, den Willen durchzusetzen. Um das Thema abzuschliessen, jetzt noch ein besonders einleuchtendes Beispiel dafür, wie Coop auch im vermeintlich Kleinen an Verpackungen spart. In allen Coop-Restaurants brauchen wir im Jahr etwa 5 Millionen Kaffee-Ränli. Bis vor kurzem hat das 2,4 Tonnen Alu für die Deckel bedeutet. Heute, mit einem optimierten Deckel, braucht es nur noch ein Promille von dem Alu, nämlich 2,4 Kilo. An vielen Orten wird bei Coop also weniger verpackt, ganz ohne wird es aber auch in Zukunft nicht gehen. Zu einem ganz anderen Thema. Seit Jahrmillionen sprudeln die Falsenquellen aus 1000 Meter Tiefe im Pitzaul massiv. Jeder einzelne Tropfen wird während 25 Jahren durch die Kraft der Natur geläutert und mineralisiert. Zusammen mit dem Schweizerischen Naturschutzbund haben Coop und Falser das Projekt Natur ins Leben gerufen und einen entsprechenden Fonds eingerichtet. Das Projekt hat zum Ziel, natürliche Bach- und Flussläufe zu erhalten und wiederherzustellen. Das kostet natürlich auch Geld. Darum finden Sie vom 27. Mai bis am 10. Juni auf jeder Falserflasche, die bei Coop verkauft wird, einen Bon von 10 Rappen. Jeder von diesen 10 Rappen-Bon, den Sie an Falser schicken, wird dem Fonds gutgeschrieben und darum bestimmen Sie selber, wie viel wir im Rahmen des Projekts Natur für die Erhaltung von unseren schönen Bach- und Flusslandschaften können beitragen können. Unser Beitrag an Ihre Haarpflege ist ein gut ausgebautes Sortiment an entsprechenden Markenartikeln. Zum Beispiel das Pantene Plus, Shampoo und Kurspülung in einem. Das Problem. Hitze, häufiges Waschen, Umweltverschmutzung und Stress können das Haar schwächen. Die Empfehlung. Das neue Pantene Plus 2 in 1. Shampoo und Provitamin B Pflegespülung in einem. Mehr als einfach nur waschen. Die einzigartige Pro-Vitamin-B-Spülung stärkt und schützt Ihr Haar. Kräftiges Haar, mehr Spannkraft, natürlicher Glanz. Es fühlt sich einfach gesünder an. Pantene Plus 2 in 1. Tägliche Pflege für gesundes Haar. Tägliche Pflege für gesundes Haar, verspricht Pantene. Sie kommen selbstverständlich Ihrem Coop-Laden über. Und wie überall bei Coop haben Sie auch bei der Haarpflege die Wahl zwischen mehreren Markenprodukten. Schauen Sie doch dazu jetzt den Spot von Response. In der Blume steckt die natürliche Kraft des Nektars. Nektar für ein neues Shampoo. Response mit Nektar macht Ihre Haare leichter frisierbar. Gibt Ihnen mehr Fülle. Und eine ungewöhnliche Vitalität. Response mit natürlichem Nektar.
Sie haben jetzt gesehen, an was Sie bei Ihrem nächsten Besuch im Coop-Laden denken müssen. Neben dem Aktionsangebot natürlich. Eine Kilodose für 10 Liter Eistee kostet bei Coop nur 5,50. Und 3 für 2 Dosen Midi Sweet Corn nur 2,60. Ein Kilo Banane gibt es für nur 1,80. Außerdem offerieren wir Ihnen zwei Damen- oder Herren-T-Shirts in vielen modischen Variationen für unglaubliche 19 Franken. Ich bin für heute am Schluss vom Coop Inforama. Weiterhin einen vergnüglichen Abend und morgen dann ganz eine schöne Auffahrt. Auf Wiedersehen.